bin der Kevin Landsberg, bin 16 Jahre alt, spiele beim SC Neuenheim seit 2 Jahren. Ja, und relativ erfolgreich. Ja. Wo hast du vorher gespielt? Ich habe vorher beim TBR, also beim TBR angefangen mit dem Bruce Kerr, der ist auch ein sehr guter Trainer gewesen. Bei dem habe ich viel gelernt und dann habe ich zum HK noch gewechselt. Für 2 Jahre habe ich beim HK gespielt in der Jugend, U12. Und seitdem war ich dann eigentlich ab U14 war ich dann beim SCN. Und da habe ich auch vor, jetzt zu bleiben. Jetzt ist ja gerade die Saison zu Ende gegangen. Vielleicht kannst du gerade mal ein bisschen beschreiben, wie lief es für euch in der U16? Also jetzt in der U16, also ich spiele ja für die U16 und für die U18. In der U16 lief es eigentlich relativ erfolgreich. Wir haben einige Freundschaftsspiele gehabt, die haben wir eigentlich immer souverän gewonnen. Und wir haben auch einige, also in der Liga sozusagen, in unserer Liga haben wir auch gespielt, aber da gab es immer einen Favoriten, die Spielergemeinschaft HTV und RGH. Gegen die haben wir auch gespielt und da haben wir meistens verloren, also deutlich verloren. Und das war unser Problem einfach, dass die mehr Spieler hatten, mehr talentierte Spieler, weil die halt mehr insgesamt im Kader hatten, weil die eine Spielergemeinschaft waren. Aber sonst lief das relativ gut. Wir haben uns nachnominieren lassen sozusagen für die deutsche Meisterschaft. Und dort haben wir leider auf dem vierten Platz, den vierten Platz belegt. Nur das Problem war, dass wir also im Spiel relativ gut gespielt haben. Bloß am Ende hat halt immer die Kraft gefehlt und in der Mannschaft war die Nervosität einfach zu hoch, die Führung zu halten. Wir haben auch meistens in der ersten Halbzeit geführt. Und in der zweiten waren wir entweder zu überheblich oder wir waren einfach zu nervös. Also ich zum Beispiel war zu nervös und ich war einfach aufgeregt, ob ich diese Führung halten kann oder nicht. Und dann ist oft passiert, dass ein Gegenversuch dann kam und dann haben wir dran gelitten einfach. Also konnten wir nichts mehr machen. Wie lief es bei der U18? Bei der U18 eigentlich, also Ligaspiele hatten wir nicht so viele, weil oft die U18 bei uns keine Mannschaft hatte, keine richtige. Wir haben einige Spiele gehabt, die waren eigentlich ganz gut. Wir haben schon talentierte Spieler in der U18-Mannschaft. Bloß, die können ihr Potenzial nicht ausschöpfen, weil einfach die Mannschaft nicht da ist. Ein einzelner Spieler kann keine anderen 14 Spieler ersetzen. Das war halt das Problem. Und deswegen fehlt uns einfach eine U18-Mannschaft, mit der wir richtig antreten können. Aber sonst, wir haben jetzt bei der 7er U18 Deutschen Meisterschaft mitgemacht. Und da haben wir den zweiten Platz belegt. Im Finale gegen den Heusenstamm haben wir leider verloren. Relativ knapp, kann man sagen, im 7er. Und naja, hoffen wir mal, dass es besser wird jetzt nächstes Jahr. Wie lief es denn für dich noch persönlich abseits, jetzt sage ich mal U16 und U18? Was kam denn da sonst noch die Saison? Also jetzt U16 speziell, ich bin ja noch U16-Spieler, war ich zum Beispiel in der Nationalmannschaft, haben wir gegen Polen gespielt und wir hatten ein Vier-Nationen-Turnier. Im Vier-Nationen-Turnier haben Tschechien, die Schweiz und sollte Österreich noch mitspielen, aber die haben dann kurzfristig abgesagt, wegen finanziellen Gründen oder sowas, keine Ahnung mehr, das war eher die Trainersache. Und dann haben wir ein Spiel gehabt, das erste gegen Schweiz. Also das war immer mit einem Lehrgang verbunden. Das heißt, wir haben ein paar Tage davor trainiert. Und dann haben wir am Ende, also am letzten Tag, dann ein Spiel gehabt. Und das erste war gegen Schweiz, haben wir souverän gewonnen mit 50-12 oder so. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Spielstand. Und dann, also es war eher die B-Mannschaft, dann kam die A-Mannschaft. Da habe ich mitgespielt gegen Tschechien. War eigentlich ein relativ spannendes Spiel und haben wir auch souverän dann gewonnen. Wir haben viel Körper gezeigt, also viel im Spiel mit dem Körper gearbeitet. Obwohl die Gegner körperlich überlegen waren, haben wir die dann doch irgendwie umknicken können und haben dann die Punkte gemacht durch unsere schnellen Spieler außen. Und die Innendreiviertel, die haben dann gute Punkte gemacht. Ich habe auch einen Punkt gemacht, also einen Versuch gelegt, aber das war eigentlich nur durch meine Mannschaft. Ohne die könnte ich das nicht schaffen. Jetzt sind auch relativ viele Spieler vom SC Neuenheim als Schiedsrichter tätig oder trainieren Jugendmannschaften. Bist du dann auch schon in diese Richtung aktiv? Okay, ja, also als Trainer bin ich auch aktiv, aber nicht beim SCN leider, sondern beim TB Rohrbach, weil ich da selbst auf dem Emmertsgrund wohne. Ich trainiere die U10 und U12 Mannschaft von denen und es macht mir auch relativ Spaß, die zu trainieren und eigentlich trainiere ich sie nur,
damit ich auf dem Emmertsgrund ein bisschen Rugby zeigen kann, den kleinen Kindern ein bisschen Rugby beibringen kann, von dem, was ich wenigstens weiß. Ich weiß ja nicht alles über Rugby, aber das, was ich weiß wenigstens, das versuche ich denen beizubringen und eigentlich klappt es auch relativ gut. Wir hatten jetzt ein paar Turniere mit den Kleinen und oft haben wir den zweiten Platz belegt. Es waren halt immer ein paar Ausstecher, zum Beispiel der erste Platz, meistens Frankfurt oder TSV war auch ganz recht gut. Ja, das waren so die Top-Mannschaften. Sonst habe ich noch, war ich als Schiedsrichter tätig. Ich habe einen Schiedsrichterlehrgang gemacht mit ein paar Freunden. Und dann habe ich jetzt einen Schiedsrichterausweis bekommen. Mit denen kann ich alle Spiele bis zur ersten Bundesliga pfeifen, also ausgeschlossen erste Bundesliga. Dafür muss ich dann extra noch einen Schiedsrichterausweis machen. Aber ich habe schon mal ein Herrenspiel gepfiffen. Es war so ein Verbandsliga-Turnier. Und da wollte ich halt testen, wie es mal bei den Herren ist zu pfeifen, aber sonst lief relativ gut. Jetzt ist ja Sommerpause. Was hast du dir denn vorgenommen so für die nächste Saison beim SCN? Also jetzt für die nächste Saison habe ich mir grundsätzlich vorgenommen, etwas an meinem Körper noch zu arbeiten, fürs Rugby. Weil jetzt steige ich ja von der U16-Nationalmannschaft, sollte ich in die U18 aufsteigen. Also falls ich da genommen werde, da kommt jetzt ein Lehrgang, bei dem viele Tests auch gemacht werden und da muss ich dann auch gut abschneiden. Das heißt Krafttest, Ausdauertest, Spielverständnistest und alles Mögliche. Dort werden die dann die Spieler eingeladen, rund 40 Spieler und dort suchen die dann 30-köpfigen Kader aus. Und ich hoffe, dass ich mich bis dahin richtig fit halte oder fitter werde. Und dass ich dann auch vielleicht in den Kader komme. Aber das Problem ist halt, dass ich der jüngere Jahrgang bin. Es wird eigentlich relativ schwer für mich, aber ich versuch's mal auf jeden Fall.